stand. The memory of you just come running by. Pictures of sunny day with your smile and the Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Halloween-Specials in Star Stable. Jetzt ist hier gerade der Geist vorbeigedüst. Ich war zu langsam mit der Antwort, weil ich gerade ein paar Mal neu anfangen musste. Jetzt muss ich mal schauen, wo der hin ist. Ich habe jetzt noch eine Map offen, wo ich auch sehen kann, in welche Richtung der Geist fliegt. Und laut der müsste der jetzt hier irgendwo so rumfliegen. Wobei ich jetzt überlege, ob ich nicht einfach wieder zurückreite, denn der war wirklich sehr, sehr schnell auf dieser Runde. Weil dann müsste er eigentlich hier auch gleich wieder vorbeikommen. Dann stehen wir jetzt hier zwar eine Weile nur rum, aber es ist besser, als wenn wir jetzt hier die ganze Zeit im Kreis reiten und ihn wieder nur verfehlen. Weil ich nicht weiß, in welche Richtung er fliegt. Ich glaube, er fliegt so rum. Aber das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Deswegen, ich glaube, reiten einfach mal ein bisschen weiter. Ich muss mal die Map aufmachen. Weil hier, wo ich jetzt bin, sollte der eigentlich laut dieser Karte, die ich da mir rausgesucht habe von Star Stable Help, sollte der eigentlich gar nicht sein. Aber hier kam er eben vorbei. Mysteriös, mysteriös. Und gerade habe ich wieder extreme Leckprobleme. Da ist er, da ist er. Oh, der ist so flott. Der ist so flott, das ist Wahnsinn. So, wir haben gemurmelt, wir haben gemurmelt. Damit ist er befreit. Und wir haben den Kopfschmuck bekommen. Yay! So. Dann gucken wir uns den jetzt direkt mal an. Andere Seite. Da habe ich jetzt gerade hier die Spinne kleben. Und wir haben jetzt diesen Kürbis bekommen, den finde ich sehr, sehr cool. Gruselige Halloween-Brosche. Der ist echt schick. Also die Spinne sieht man hier leider auch gar nicht so großartig. Aber hier der Kürbis, der ist echt nice. Sitzt recht tief beim Shire, aber ich finde, das sieht ganz cool aus, trotz allem. Gefällt mir. Gut, damit wären die vergessenen Felder runter von der Liste. Kann ich jetzt gerade mal durchstreichen. Aber die hatte ich mir aufgeschrieben als Ort, wo wir schon mal waren, aber noch nichts gefunden hatten. Damit sind die jetzt weg. So, dann reiten wir jetzt mal wieder Richtung Grüntal. Im Grüntal ist an zwei Stellen auf dieser Map ist ein Punkt. Also anscheinend ist der da nicht irgendwie beweglich, sondern steht an Ort und Stelle. Oh Gott. Diese Brücke hier, ich weiß es nicht. Irgendwie manchmal ist es auf dem Gelände auch. Auf der Brücke ist es immer, dass ich hängen bleibe. Ja, hier. Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Brücke falsch ist. Der Koras ist auch passiert. Es ist vor allen Dingen schon seit Monaten so, wenn nicht schon seit Jahren. Also ein Jahr ist es bestimmt schon so. Ich weiß es nicht. War das schon immer so oder kam das erst mal irgendwann mit einem Update, weil es nervt? Müsste ich eigentlich auch mal dem Support melden. Habe ich das schon mal? Ich glaube, das habe ich schon mal. So, okay, hier und hier sind zwei Punkte auf der Map von SSO Help. Dann gucken wir da nämlich gleich mal noch. Den auf dem Balkon haben wir, Koppelinsel haben wir auch. Das heißt, hier in der Erntefeldprovinz fehlt uns nur noch das Grüntal. Ja, es fehlt sonst nur noch das Grüntal. Kann es sein, dass es letztes Jahr hier ein Geist mehr gab? Weil es sind nämlich zwei Ziffern im Grüntal. Er sollte ja eigentlich hier in der Nähe der Felder, also der Weide sein. Und der eine Punkt ist genau hier, wo wir jetzt stehen. Aber hier ist ja nichts. Ich habe keinen Plan. Reiten wir mal dahin, wo der andere Punkt ist auf dieser Karte. So, und der ist ungefähr hier. Aber hier kann ich auch gerade nichts sehen. Da ist das Baumhaus.
Ich habe keine Ahnung. Mir hatte jetzt jemand gesagt, dass der bei der Rennstrecke ist. Ich weiß es nicht. Ach nee, nee, das war ein Kommentar gewesen, wo geschrieben wurde, bei der, dass man in der Stahlgeflüster-Folge den einen gesehen hat bei der Rennstrecke. Gut, den haben wir ja mittlerweile schon. Wir können natürlich auch hier einmal das Rennen machen. Vielleicht haben wir ja Glück und er ist hier tatsächlich auch in der Nähe der Rennstrecke. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ansonsten, wenn wir den jetzt hier nicht finden, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach Epona und schauen dann danach. Wir sind ja jetzt auch gerade relativ nah an dem Ort, wo es nach Epona geht. Gott, ich komme hier, das Rennen, das ist so eng mit einem Shire Horse. Das Shire Horse ist recht behäbig, damit kommt man nicht so gut um die Kurve drumherum. Hier hat es doch gerade geklingelt. Wo ist er? Dann machen wir jetzt das Rennen halt nicht fertig. Wo ist denn der Geist jetzt? Hier klingelt es doch. Hallo, Gespenst? Hä? Wo mag der denn nur sein? Hm. Ansonsten müssen wir das ja auch wieder so machen. Hier kam der ja vorbei, ne? Hier kam der ja vorbei. Dann warten wir jetzt hier einfach mal. In der Hoffnung, dass er hier vorbeigeflogen kommt. Was gibt's denn hier im grünen Tal? Ein Donut. Also eigentlich nichts Wichtiges. Aber ich würde trotzdem gerne alle einmal finden. Hm. Hani, siehst du irgendwas? Nee, ne? Jetzt hört man aber auch wieder gar nichts mehr. Aber wie gesagt, der kam ja hier vorbei. Wo denn, wo denn? Es ist aber auch hier dieses Warten, das ist so gar nicht meins. Aber wenn man nicht weiß, wie die Route ist, weil hier ist echt nur ein Punkt auf der Map. Hm. Wir waren eben hier, als es geklingelt hat. Als man die Glöckchen gehört hat. Hier kommt die Rennstrecke rum. Das wäre jetzt natürlich auch doof. Wenn das vielleicht nur ein Bug war, der ist gar nicht hier. Doch, da! Ich höre ihn wieder. Wo ist der denn? Ich sehe ihn aber auch nicht. Sag mal, wo ist der denn? Das gibt es doch nicht. Da ist er. Hier fliegt er rum. Okay, das ist aber nicht in der Nähe, weil auf der Facebook-Seite steht nämlich an der Goldspurweide. Und da ist der ja hier nur gar nicht. Ja, es ist aber der mit dem Donut.
Okay. Also wir halten fest, da ist die Goldspurweide und da hinten sind wir auf der ganz anderen Seite vom vom Wald hier. Okay, damit haben wir den Gold, haben wir das Grüntal auch abgeschlossen. Dann bleibt jetzt. Aber ich weiß nicht, was hier für eine Route fliegt. Keine Ahnung. Vielleicht kommt er ja auch an der Weide vorbei. Dann bleibt jetzt Epona, Südhof und der Wald an der Mühle, wo ich jetzt gesehen habe, dass er einen riesen Bogen fliegt. Der kommt ja dann Silverglade vorbei. Der ist ja, der macht ja eine riesen Runde da oben. Und warte mal, haben wir auf den vergessenen Feldern, war da nicht auch noch einer? Warte mal, Silverglade? Nee, da steht hier keiner auf der Liste. Ich weiß nicht, ob da womöglich doch noch einer ist. Egal, wir gehen jetzt erstmal nach Epona. Ach ja, das Dinotal fehlt noch. Genau, Epona, das Dinotal und Südhof. Das Dinotal wollte ich zum Schluss machen. Und Epona ist einer beim Kessel. Oh nein, da müssen wir nach unten. Ja, da gibt es nur ein Getränk. Im Spiegelsumpf soll einer rumfliegen. Steht bei, dass Jamie ihn auf dem Hauptweg erwischt hat. Das heißt, er wird wahrscheinlich da auch relativ ordentlich durch die Gegend cruisen. Bei Dew's Farm. Und im Tal der Wächter. Ach, das Tal der Wächter, ja. Das ist der Ort, wo mich schon 100-mal Leute gefragt haben, wie man da hinkommt. Dann kann ich euch das jetzt endlich mal zeigen. So. Obwohl, so oft haben mich dann noch gar nicht Leute nachgefragt, wie man da hinkommt. Okay, also, wo kommen wir denn als erstes hin? Ja, der Spiegelsumpf wäre hier. Der Kessel wäre hier oben. Ja, zum Kessel, da kommt man hierher, ne? Dann reiten wir, glaube ich, als erstes mal zum Kessel. Machen wir das mal als erstes. So. Okay, hier geht's runter, ne? Ja, genau. Dann müssen wir hier ganz nach unten. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Spinnenquest. Wo wir hier schon mal runter mussten. So, hier runter. So. Ah, das ist immer so nervig, hier runterzureiten und dann wieder raus, weil man hier so einen ellenlangen Umweg reiten muss. Deswegen, der Platz, der geht mir immer so ein bisschen auf die Nerven. Na, wo bist du denn? Und da unten kommen wir gerade, dann muss er ja... Kann mir mal bitte jemand sagen, wie das sein kann, dass auf dem Weg, von wo wir kommen, kein Geist war. Wenn wir hier hinreiten, geht das Geräusch weg. Hallo, beweg dich, Pferd. Und wenn wir da hinten in die Richtung reiten, ist auch das Glöckchen weg. Vielleicht ist er da unten. Vielleicht müssen wir hier rum. Ja, da ist er. So. Wieder ein Geist. Freigelassen hier. Gut, damit hätten wir auch den Geist in Epona weg. Spiegelsumpf, Dew's Farm, Tal der Wächter. Tal der Wächter und Dew's Farm lässt sich super zusammen machen. Dann würde ich sagen, reiten wir jetzt noch zum Spiegelsumpf und gucken mal, ob wir da jetzt relativ schnell fündig werden. Ah, dieser lange Rückweg. Schauen wir mal, vielleicht haben wir ja Glück. Ach, mir wurde übrigens noch gesagt, dass Frieda Frosch hier für die Froschhaustiere, dass die auch im Sumpf herumläuft. Bei mir stand die ganze Zeit an der einen Stelle, deswegen hatte ich vermutet, dass sie bei jedem da steht. Deswegen danke für den Hinweis, dass das nicht so ist. Warte mal.
hätten da unten weiter reiten sollen, hätten wir einen kürzeren Weg gehabt. Ah, das ist zum Verrücktwerden hier. Aber ich glaube, wenn wir vom Observatorium runterreiten, ich glaube, dann kommen wir auch direkt in den Spiegelsumpf, oder? Ich meine, da war was. So, ach, da hinten ist Südhof. Ach, kann man aber von hier schön hingucken. Ups. Was ist denn da für ein Reitplatz? Ach so, ach, ich weiß, wo der ist. Da unten ist Dew's Farm. Ja, ja, ja. Okay. Ja, eine schöne Aussicht von da oben vom Observatorium. Die ist schöner als die in Silverglade, muss ich ja sagen. Wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, wahrscheinlich werden wir den Geist gar nicht mehr finden. Der Spiegelsumpf ist groß. Und oh! Weil ich hier mit dem Shirehorse nicht um die Kurven rumkomme. Ah! Deswegen muss ich auch sagen, reite ich die sehr, sehr ungern nur in Championaten. Wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, werden wir wahrscheinlich den Geist gar nicht mehr finden, weil wie gesagt, der Sumpf ist groß und für den Sumpf habe ich keine Wege für den Geist. Das ist ja noch ganz neu. Das ist so noch nicht drauf. Ist halt die Frage, ist er auf dem Hauptweg, ist er nicht auf dem Hauptweg? Wir schauen einfach mal. Wir könnten jetzt... Oh! Oh! Das ging schnell. Da hatten wir Glück. Was bekommen wir denn von dem? Ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Jetzt dadurch, jetzt habe ich wieder noch was eingekauft im Shopping Center und habe das noch nicht in den Schrank gepackt. Ach, das war auch nur ein Getränk. Deswegen ist mein Inventar schon wieder voll. Ich hatte das jetzt letztens so schön aufgeräumt. Tatsächlich mal, ja, ausnahmsweise. Ich hatte nur ein paar Pullover zum Wechseln dabei und ansonsten war alles supi. Und jetzt sowas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, dann lass uns doch... Nee, hier sind wir falsch. Ich will jetzt zu Dew's Farm. Dann müssen wir eins weiter. Ich überlege gerade, ob wir dann Dew's Farm des Tal des Wächters noch heute machen. Ja, aber ich bin schon recht lange dran. Kommt drauf an, wie schnell wir den bei Dew's Farm finden. Im Tal des Wächters haben wir nicht viele Möglichkeiten. Da werden wir nicht großartig suchen müssen. Aber bei... Sag mal jetzt nicht, ich komme hier nicht durch. Oh, 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 oh. Ach komm schon. Ah, ich krieg einen Rappel. Ich hasse den Sumpf. So, jetzt eben über die Brücke. Nee, also ich glaube nicht, dass wir es jetzt noch schaffen. Jetzt habe ich ja schon wieder Zeit verschludert. Das sieht doch eher schlecht aus. Wie gesagt, wir schauen mal kurz noch, ob wir den jetzt bei Dew's Farm direkt finden. Und wenn nicht, dann machen wir das halt morgen in der Folge. So. Ach ja. So, hierher, kleiner Geist. Hierher, hierher, hierher. Oh, da steht ein Morgan auf der Wiese. Auf der Weide. Oh, da ist er. Da ist er. Oh. Und was zum Ausbuddeln. Da habe ich jetzt aber keinen Platz für im Inventar. So, was haben wir jetzt hier bekommen? Ein Würstchen. Mensch, wir haben hier aber auch. Wir kriegen ja so tolle Sachen hier. Ja, gut. Hier muss ich auch. Ich muss auch nochmal Ausbuddelritte machen. Im Winter werden die Ausbuddelritte bestimmt auch schön. Ja, komm, dann machen wir das jetzt mit dem Tal des Wächters noch. Und zwar müssen wir da hier hoch. Ich meine, das ist das. Das kann eigentlich nur das sein. So. Ich glaube, wir haben jetzt das Set sowieso schon komplett, oder? Ne, uns fehlen noch Schuhe. Schuhe und Hose würden uns noch fehlen.
Im Apfeltauchen gibt es, glaube ich, auch noch das ein oder andere. So. Tada! Die Wächter des Dorfes. Genau, und da vorne ist der Geist. Oh. Zack. Und hier haben wir noch Heu bekommen. Also auch nichts Besonderes. In dem Pona gab es generell überhaupt nichts Besonderes. Nur was zu essen und zu trinken für uns. Und für unser Pferd. Aber wie gesagt, jetzt wisst ihr auch mal, wie man hier hinkommt. Solltet ihr diesen Ort noch nicht kennen. Und ja, dann war es das für heute mit der Geistersuche. Morgen geht's weiter. Dann haben wir noch Südhof vor uns. Das Dinotal. Und den Apfelhain und eben den Geist in Silverglade. Die beiden, die wir noch nicht gefunden hatten. Also lieben, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.